Hello Friends! Heute ist der 6.6. und ich bin heute 20 Jahre alt geworden. Wir alle haben Träume und Ziele und ich habe des Öfteren schon mal von einem Vision Board gehört. Und dass man dann halt seine Träume und Ziele jeden Tag sieht und die visualisiert, dann gehen die auch irgendwann in Erfüllung, weil man dann immer wieder Wege findet, wie man daran arbeiten kann. Und da ich auch so einiges habe, was ich noch erreichen will in meinem Leben, habe ich mir gedacht, ich will auch eins machen. Ich werde mir alles überlegen, okay, was wünsche ich mir in meinem Leben? Wie soll es weitergehen? Was will ich mal erreichen? Und genau da werde ich mir eine Liste machen. Ich wollte die Anmoderation einfach nur jetzt schon mal machen, weil ich mein Make-up gerade richtig geil finde. Und ja, guck, Glitzer. Ja, so, es ist mittlerweile schon der nächste Tag. Ich habe mich mal rausgesetzt und habe mir so durch den Kopf gehen lassen, was ich mir denn jetzt eigentlich alles für meine Zukunft wünsche. Das ist, glaube ich, am besten der erste Schritt, wenn man sich ein Vision Board anfertigen will, weil einfach so drauf loslegen, überhaupt einen Plan zu haben, könnte sich jetzt schwierig erweisen. Und da lese ich euch jetzt einfach mal vor, was ich mir so als Ziel gesetzt habe. Also für mich an erster Stelle steht immer, mich in meinem Körper wohl zu fühlen. Heißt, dass ich mein Traumgewicht, meine Traumkleidergröße, meine Traumkleidergröße erreiche. Das wären bei mir 55 Kilo, beziehungsweise Kleidergröße 36. Das ist für mich so mein Ideal. Da würde ich mich einfach am wohlsten in meinem Körper fühlen. Zurzeit wiege ich noch ein bisschen über 60. Ja, dann ein Ziel, was ich irgendwann mal erreichen will, sind die 100.000 Abos auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann so überhaupt mal erreichen werde. Irgendwie bleibe ich irgendwie relativ unbekannt, obwohl ich mir sehr viel Mühe gebe und sehr, sehr viel Arbeit und Leidenschaft in meine Videos reinstecke. Promotet mich gerne, teilt meine Videos, das hilft mir auf jeden Fall sehr. Jetzt will ich das einfach nur erreichen, um einfach diesen goldenen Play-Button zu bekommen, den man bekommt, wenn man 100.000 Abos auf YouTube erreicht hat. Dann will ich auf jeden Fall mal noch Urlaub auf den Malediven machen und in Australien. Mein vierter Punkt auf der Liste ist einfach, meinen Freund, den Alex, irgendwann mal zu heiraten, zusammenzuziehen und zusammen alt zu werden, weil er einfach meine True Love ist. Und dann noch etwas, was finanziell eigentlich nicht wirklich möglich ist. Man weiß ja nicht, wie sich das Leben so entwickelt. Mein absoluter Traum wäre es, eine schöne, große, moderne Villa zu beziehen. Also Leute, ich träume wirklich in der Nacht sehr, 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 sehr oft von wunderschönen großen Häusern, in denen ich wohne. Was ich mir auch unbedingt wünsche, ein begehbarer Kleiderschrank. Welches Mädchen will das nicht? Als weiterer Punkt auf meiner Liste ist auf jeden Fall glücklich und Selbstbewusstsein. Also das kann man auch sich so vornehmen. Das ist einfach nur eine Kopfsache, eine Einstellungssache. Und deswegen habe ich das auch mal aufgelistet. Jetzt gibt es eigentlich nur noch drei Sachen. Einmal viel Geld zu haben, denn Leute, man sagt immer, Geld macht nicht glücklich oder Geld allein macht nicht glücklich, aber ich denke so, das ist Bullshit. Ich merke doch einfach, wenn ich keine Geldsorgen habe und wenn ich meine Freizeitaktivitäten so gestalten kann, wie ich es will, ohne überlegen zu müssen, kann ich mir dann morgen noch was zu essen kaufen. Ja, das macht glücklich. Geld allein nicht. Liebe, Familie, Gesundheit ist natürlich auch super wichtig. Und ohne das kann man natürlich überhaupt nicht glücklich sein, aber Geld trägt schon echt gut dazu bei, glücklich zu sein. Mein nächster Punkt ist noch Erfolg im Job. Und das Letzte, was mir noch eingefallen ist, auch wenn es dieses Jahr leider nicht geklappt hat, aber ich möchte bei den Nix Face Awards mitmachen und ich möchte gewinnen. Und wenn ich es immer wieder versuche, aber irgendwann will ich die Nix Face Awards gewinnen und wenn ich in 10 Jahren noch mitmache. Ich habe mir jetzt alles besorgt, was ich für mein Vision Board brauche. Und zwar waren wir bei Mac Guides drin und da habe ich mir eine Pinnwand geholt für, glaube ich, knapp 4 Euro. Diesen Schriftzug Vision Board will ich ja aus so schönem Papier machen. Ich will mein Geschenkpapier von meinem Geburtstag verwerten. Das hier, daraus mache ich, schneide ich dieses Vision raus. Und dann habe ich ja noch so schönes Goldpapier gefunden und daraus mache ich das Board. Ich denke mal, ich werde da auch noch Streifen rausschneiden, hier so an diesen Holzrahmen dran kleben. Und passend dazu habe ich im Kaufland noch Pinnnadeln gefunden, einmal weiße und einmal goldene. Ich habe zu allen Stichpunkten, die ich mir notiert habe, auch schon super viele schöne Bilder rausgesucht. Ich habe wirklich da durchgescrollt und bin innerlich schon richtig hippelig geworden in dieser Vorfreude, diese ganzen Dinge irgendwann mal zu erreichen. Und
Genau das soll so ein Vision Board ja hervorrufen. Viele, die das Buch The Secret gelesen haben, die werden total verstehen, was ich meine. Und auf die Weise habe ich schon so viel in meinem Leben erreicht. Ich habe mal... mein Tamagotchi. Das hier ist das Buch The Secret. Wirklich, wenn ihr euer Leben auf die Reihe kriegen wollt und eure Träume verwirklichen wollt, lest dieses Buch. Ich kann es immer nur wieder sagen, es hat mein Leben verändert, wirklich. An diejenigen, die ein bisschen jünger von euch sind, es gibt davon auch noch eine Teenie-Version. Und für die Lesefaulen unter euch, es gibt auch einen Film dazu, den kann ich euch gerne mal in die Infobox verlinken. Mein Tamagotchi ist gerade gestorben. Mann, ich habe nur einmal kurz einen Tamagotchi ignoriert und schon stirbt es wieder. Ja, jetzt ist es gerade in den Himmel aufgestiegen. Jetzt schwebt es nur noch im Himmel. Leute, man merkt es, wer billig kauft, kauft zweimal. Wie ich es schon erwartet habe, dass diese Korkwand ein bisschen zu dünn ist und diese Pins da durchstechen. Deswegen werde ich die Rückseite jetzt mit Tape verstärken. Und ich werde auch noch ein bisschen Pappe hinten drauf kleben, einfach um das nochmal zu verstärken. Ich habe mein Vision Board fertig. So, das ist es insgesamt. Jetzt zeige ich euch alles mal im Detail. Die Bilder für mein Traumgewicht. Ja, so sieht mein Traumkörper aus. Ist jedem sich selbst überlassen, aber so will ich mal aussehen. Irgendwann die Next Face Awards gewinnen. Dann hier Urlaub auf den Malediven und Australien. Das ist so die Seite für die Malediven und das ist so die Seite für Australien. Ich glaube, das sieht man auch. Viel Geld und keine Geldsorgen mehr haben. Das wünsche ich mir auf jeden Fall, das wäre super cool. Dann hier natürlich glücklich, gesund und selbstbewusst sein. Da habe ich einfach Momente genommen, wo ich echt glücklich war. Dann hier eine moderne Villa beziehen. Solche Villen finde ich einfach wunderschön mit Pool und grün und schön modern eingerichtet und groß und weiß und große Fenster. Ich liebe das. Dann habe ich hier zwei schöne Beispiele für einen begehbaren Kleiderschrank rausgesucht. Am besten so ein ganzes Zimmer nur zum Anziehen, so ein schönes Regal, wo man alle Schuhe schön aufgestellt sieht, dass man einen schönen Überblick hat, offene Schränke und dann vielleicht irgendwo in der Mitte meinen Schminktisch rein, das wäre so wundervoll. Dann natürlich mein Alex, da habe ich ein paar wunderschöne Hochzeitsbilder rausgesucht und mein Lieblingsbild von Alex und mir. Da waren wir im Zoo und das war echt einer der schönsten Tage meines Lebens, kann ich sagen. Dann auf jeden Fall Erfolg im Job haben als Make-up-Artist und Friseur und halt die 100.000 auf YouTube und dazu diesen Play-Button da. Jetzt ist es eigentlich nur noch daran, das Vision Board aufzuhängen. Ich habe es jetzt hier hingehängt. Ich kann dieser Plastik-Efeu ein bisschen drüber hängen, das ist ganz hübsch. Ja, und ich finde die Ecke hier ganz doll toll. Kann ich jeden Morgen aufwachen, stelle mich schön aufs Bett und guck mir dann meine Ziele an. So, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und ihr fühlt euch eventuell inspiriert, um auch ein Vision Board zu basteln. Wenn ihr das macht, dann schickt mir das auf jeden Fall. Oder wenn ihr es irgendwo postet, markiert mich auf jeden Fall drauf. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ihr den Film oder das Buch The Secret kennt. Würde mich auch sehr interessieren, ob ein paar auf meiner Wellenlänge sind. Und dann hoffe ich natürlich, falls ihr das noch nicht gemacht habt, dass ihr mir ein Abo da lasst, damit ihr nie wieder was verpasst und die Glocke aktiviert und natürlich einen Daumen nach oben gibt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Montag auf meinem Kanal. Bis dahin, ciao. Und think positive.